Es geht darum, die Bürgermeisterkandidaten näher kennenzulernen, aber auch die Programmpunkte der einzelnen Parteien ein bisschen näher kennenzulernen. Und da richten wir gerne die erste Frage an unseren Hausherrn, an den Thomas Herker. Thomas Herker, in den letzten 6 Jahren hat sich ja einiges getan. Vor allem hier, bautechnisch auf dem Hauptplatz. Der Wochenmarkt ist verlegt worden. Es ist zur Fußgängerzone umstrukturiert worden. Wir haben einen neuen schönen Brunnen hier, man kann schön durchflanieren. Also es hat sich die letzten 6 Jahre einiges getan. Was kommt denn in den nächsten 6 Jahren, wenn es nach Ihnen geht? Also Stein und Mörtel sind mir am ehesten, aber ich glaube, vor allem die Kultur in der Stadtpolitik hat sich verändert. Das glaube ich, das machen wir in diesem Jahr. In den nächsten Jahren haben wir etliches vor. Ich könnte das aus Wolfgang verweisen, dass man 130 Einzelpunkte drin wird, aber den Namen sprechen, ist einfach nur mal Natur in der Stadt wirft, die Schattenstraße 2017, die große Garten, die kleine Gartenschlange gehabt worden, ein großes Ereignis für die Stadt, unzählige Strukturmaßnahmen in Verbindung damit. Und ich sage jetzt mal, das macht jetzt einen großen Zug die nächsten 3 Jahre, ansonsten die komplette Infrastruktur muss überholt werden, Schulzentrum muss neu gebaut werden. Also wir haben genug zu tun, 120 Millionen Euro in den nächsten 6 Jahren ist der Plan. Bleiben wir nochmal beim Hauptplatz. Innenstadtbelebung war jetzt auch immer wieder das Schlagwort, das man in den letzten Wochen natürlich auch verstärkt, zum Beispiel im Tagmogener-Kurier lesen konnte. Die Kollegen sind auch noch schönen guten Abend. Die Frage ist doch, Thomas Herker, erreicht man Innenstadtbelebung mit Global Playern wie C&A oder geht zur Innenstadtbelebung mit auch einfach ein Klassiker wie Siegelbräu? Zur Innenstadt gehört unglaublich viel dazu, wenn man sich denken kann, wenn man zurück bis vor 6 Jahren ausgeschaut hat, was da am Hauptplatz war. Und wie viele Mehrstädte es kam. Mittlerweile gibt es praktisch keine Mehrstädte mehr in der Innenstadt, zumindest nichts, was wirklich vermietet werden will. Ja, man braucht am Schluss wirklich so eine Mischung. Das fängt an dabei, dass Menschen in der Stadt wohnen müssen in der Innenstadt, weil dann ist auch nach Wartenschluss noch Frequenz in der Stadt, weil es fängt, weil es gibt leider einen gastronomischen Angebot, da haben wir momentan wirklich ein Problem. Stadtrat hat jetzt zum Beispiel vor kurzem in der Hand gehabt, die alte Sparkasse in den Gastro reinzutun, leider haben wir keine Märkte für die kommen. Und das Warenangebot ist natürlich auch entscheidend. Und da ist eine gesunde Mischung zwischen Eigentümer, geführten Betrieben, aber auch ein paar großen Betrieben. Wenn man sich den C&A dann quasi anschaut, dann hat er dafür gesorgt, dass der Wollensachen, der Bundeshausmann jetzt auch irgendwie nach Pfaffenhofen fährt zum Einkaufen. Und wenn Sie die kleinen Inhaber geführten Textilgeschäften fragen, dann hat davon keiner einzige einen Umsatz eingebucht zu verzeichnen. Und im Gegenteil, sie profitieren von den Leuten, die im Textilbereich einkaufen wollen. Von daher ein, zwei große Hürden müssen nicht schaden, aber wir müssen aufpassen, dass wir auch die Eigentümer und führenden Geschäfte in den Stadt erhalten. Also ein Mix in den Stadt. Es gibt kein einfaches Patentrezept, sondern man muss den Ausgleich zwischen zunächst einmal, das sind die meisten Projekte, die wir jetzt vorhin gehört haben, wie der Hauptplatz, wie ein Rathaus, schon vorher in die Wege geleitet worden. Das ist eigentlich bloß eingeweiht worden durch den jetzigen Stadtrat. Die Sachen, die jetzt geplant sind für die Zukunft, das sind keine SPD-Planungen, sondern sind Planungen vom gesamten Stadtrat. Wir haben zusammen eine Klausur gemacht und waren uns eigentlich über die Investitionen der nächsten Jahre absolut einig. Was mir fehlt für die nächsten 6 Jahre, ist in der Innenstadtbelebung, es wären Parkplätze. Bei uns, der Herr Dörfler schüttelt den Kopf. Ich sehe da auch Kopfschütteln, weil viele sagen, sie finden jetzt einen Parkplatz. Das ist richtig, jetzt ist der Parkplatz noch da. Was für Parkplätze fallen bei uns weg? Ich darf mal bei uns aufzählen, es fällt über früher oder später der Parkplatz beim Maschinenstocker weg, weil er im Privatbesitz ist. Und wenn der Investor dieses Gelände möchte, dann ist dieser Parkplatz weg. Der Sparkassenparkplatz fällt weg als Parkplatz. Ja, da haben wir jetzt, machen wir einen Bebauungsplan. Der Schlachthofparkplatz, der fällt weg für Natur in der Stadt. Temporär fällt der Volksfestparkplatz der Natur in der Stadt zumindest ein bisschen zum Opfer. Dann ist der Parkplatz hinter der Sparta Bank im Privatbesitz. Wenn der Investor investiert, da hinten ist dieser Parkplatz weg. Dann haben wir noch den Tiefgaragenparkplatz und den Parkplatz oben beim Bordenschlager. Da möchte ich wissen, wie die Innenstadt dann belebt werden soll, wenn wir nicht rechtzeitig die Weichen stellen, um für Parkplätze zu sorgen. Weil in 3, 4, 5 Jahren wird keiner mehr sagen, da kriege ich ja locker einen Parkplatz. Also das gehört für mich unbedingt dazu. Und die Gastronomie gehört dazu. Der Herr Herker hat gesagt, der hat die Mehrheit nie bekommen von in der alten Post. Er hätte die Mehrheit bekommen, wenn dieses Gebäude, das ja der Stadt gehört, wenn die Nutzung besser ausgeschrieben geworden wäre.
Ausschreibung, es wird ein Mieter gesucht. Hätten wir handwerklich richtig, ausgeschrieben, hätten wir gesagt, wir suchen einen Gastronomen. Dann hätten wir das beste Angebot nehmen können, wir wären ein Gastronom auch viel lieber gewesen. Aber so haben wir den nehmen müssen, der am meisten bezahlt. Das ist einfach vom Gesetz her so. Ansonsten hätten wir neue ausschreiben müssen. Also mir wäre auch eine Gastronomie lieber gewesen. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen Leben reinbringen und Gelegenheit gerecht. Wir müssen schauen, dass auch mehr Wohnraum in der Stadt Mitte geschaffen wird. Zum Wohnraum, Herr Röder, das können wir später noch. Der Herr Dörfler lieber mir von den grünen Schülern schon den Kopf in Sachen Parkplätze. Vorab habe ich nur eine ganz andere Frage, Herr Dörfler, an Sie. Großes Staunen, die Grünen haben keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Sie sagen, na, also wir stellen uns geschlossen hinter dem Herrn Herker. Jetzt behaupten böse Zungen, sie hätten einfach keine Leid für einen eigenen Kandidaten. Oder ist es denn wirklich so harmonisch, dass Sie sagen, na, wir arbeiten sehr gerne mit der SPD zusammen? Ja, wir haben also eine gute Koalition in Pfaffenhofen. Das ist also nicht bloß die Zusammenarbeit mit der SPD, sondern auch mit meinen Kollegen von der ÖDP und dann eben mit den Kollegen von den Freien Wählern. Das Ganze ist eine, wie soll ich sagen, eine Ehe, wo Diskussionen geführt werden, die natürlich zu kontroversen Diskussionen oder weiterhin herbeiführen, aber im Endeffekt sind wir uns immer einig gewesen, dass wir also Pfaffenhofen vorwärts bringen wollen. Und um das geht es ja schließlich, das geht nicht um Köpfe oder sonst irgendwas. Wer ist der Mann, die Frau, die das am besten kann für die bunte Koalition? Da haben wir gesagt, das ist eigentlich der Thomas Herker. Warum sollen wir da extra Gegenkandidaten aufstellen? Wir haben also sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen auf der Stadtratsliste. Und wahrscheinlich jetzt in der Amtsinsfeier, da kannte jeder von uns den Bürgermeisterkandidaten machen oder Kandidatin machen. Nur ist halt die Frage, wollen wir uns im Vorfeld jetzt da die Köpfe blutig schlagen, ich habe zwar blutige Nase, aber das ist kein Problem, aber ist halt so, dass man sagt, wer ist der bessere Kandidat, wer kann die Stadt Pfaffenhofen auf Vordermann bringen, und wir haben in den letzten 6 Jahren bewiesen, dass es mit der bunten Koalition sehr gut geht, und mit Thomas Herker an der Spitze geht es eigentlich einmal frei, wir tauschen uns im Vorfeld immer wieder aus, bringen auch die Themen nach vorne, und das alles wird also gemeinsam auch mit den anderen Kollegen und der bunten Koalition besprochen. Aber zum anderen Thema Parkplätze. Also ich glaube, das Parkplätze, jetzt bin ich 18 Jahre im Stadtort drin, das ist seit dem ersten Tag, ist das immer wieder ein Thema. Es wird am Hauptplatz und jeden Parkplatz wird gestimmt, von vorn bis hinten. Und immer noch die Chefs sagen, oh schau, wo die anderen einen Parkplatz weggenommen haben. Man hat die Fußgängerzone erweitert. Das ist übrigens auch ein Ding von uns, dass man sagt, mehr Fußgängerzone, peu à peu, nicht mehr aus dem Wald bis zur Kirche und auf, sondern immer Schritt für Schritt. Immer weiter, die Fußgängerzone erweitert. Und wenn Sie jemanden fragen am Hauptplatz, der jetzt vor seiner Tür keinen Parkplatz hat, sondern vielleicht ein Café oder Wirtschaft oder sonst irgendwas, der ist froh darum, dass er da im Außenbereich das mit einer Wirtschaft machen kann. Und sowas belebt natürlich auch Pfaffenhofen. Und dann muss ich sagen, wenn man das gemeinsam voranbringt, dann brauche ich ja keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten, weil da sind wir uns eigentlich bei dem Thema. Und genauso Parkplätze, wir haben da hinten in der Hauptstraße ein wunderbares Podcast ist also geeignet dafür, dass man wirklich kurzsichtige Ideen in den Stadt. Soweit ich weiß, ist das fast nur zur Hälfte leer. Genauso wie die Tiefgarage fast zur Hälfte immer leer ist. Also Parkplätze sind mit Mitteln vorhanden. Und ich wundert immer wieder, wenn ich so Fußgängerzone und dann drehe ich Minger live, die aus Pfaffenhofen oder Minger zum Einkaufen gehen, die gehen einen Kilometer weit durch die Fußgängerzone. Ich habe Ihre Programme durchforstet. Das steht ja bei beiden ÖDP und auch vor allem bei den Grünen ganz weit oben. Natürlich steht bei allen ganz weit oben, aber diese Parteien zeichnen sich natürlich sehr dafür aus. Wie soll denn das vonstatten gehen? Wie kommt man in Ihrer Meinung nach gefahrlos zum Ziel? Und was sollte Ihrer Meinung nach eigentlich, Herr Dörfler, da noch gefahren werden? Ich hätte zu den Parkplätzen gerne sehr viel sagen können. Das, bitte erlaubt es noch ganz kurz. Sehr gern. Was der Herr Röder sagt,
mit der Stockergarage, das wurde uns bereits vor 18 Jahren, wurde behauptet, der wird demnächst aufgelöst. Ich frage am Markt immer ganz viele Leute, ja, warum kommen Sie aus Pfaffenhofen, sind Leute ja so im Kammerhaus Freising, weil man da so schöne Parkplätze findet. Und das muss man doch sagen. Und immer wieder hat die CSU behauptet, es gäbe zu wenig, ja, sie wollte noch sehr leidenschaftlich eine Tiefgarage, von dem heute, Gottlob, wir wurden geschimpft, Frau Schwarz, Herr Dörfler und ich würde es jetzt nicht aufhören, von der Gottlob heute niemand spricht, weil man sieht, dass alle Dinge viel wichtiger sind. Ganz kurz, ich hätte da noch lange drüber reden können, zu den Radwegen. Ich finde, es gibt wirklich schöne Radwege, der Wilm entlang und auch den Gerolzbach entlang, aber in der Stadt mit die Rad zu fahren, ist gefährlich. Ich zittere immer, auch für meine Frau, wenn die zum Schwimmbad fährt, es gibt ja wirklich die Stellen, die sind für Radfahrer äußerst unangenehm. Ich denke auch, ich fahre selber in meiner Freizeit, wenn es nur möglich ist, ganz gern Rad bei der Stadtmühle. Wenn ich versuche, vom Irrenweg auf den Biberweg zu bekommen, da ist dringend Handlungsbedarf geboten. Auch auf dem Schulweg, wenn ich zu meiner Arbeitsstätte im Schulgymnasium gehe, von meiner Wohnung aus, hier habe ich immer Angst, ich werde überfahren, bin am Siebereck schon ein paar Mal umgefahren, angefahren worden. Also hier sieht man wirklich, in der Innenstadt fehlt es allenthalben an Radwegen, ganz zu schweigen an der Hohenwarter Straße. Aber der Hohenwarter Straße bräuchte es ganz dringend einen Radweg. Kurze Zusammenfassung meiner Worte. Ein Radwegnetz in der Innenstadt ist dringend ausbaufähig und das ist eine der Aufgaben, die wirklich anstehen in nächster Zeit. Wir sind ja eigentlich schon auf dem besten Weg, das zu verwirklichen. Wir haben die Moosburger Straße ausgebaut mit einem eigenen Fahrbahnstreifen für Radfahrer. Das war zum Beispiel mal der erste Schritt. Dann bei der Natur in der Stadt, da es vorher angesprochen worden ist, haben wir letzten Tag geplant, bisher 3,40 Meter beim kombinierten Rad und Skiweg. Das sind so Scheiberstraßen. Genau, die Hohenwarterstraße läuft noch. Also wir sind im Rahmen der Bauplanung, sind wir also auf einem guten Weg, dass man Radwege jetzt innerhalb der Stadt Pfaffenhofen ausbaut und auch dann anbindet an die äußeren Gemeinden, beziehungsweise auch Radwegenetze mit den anderen Gemeinden verknüpft. Also da sind wir auf einem guten Weg. Deswegen haben wir so ein Sportprogramm. Herr Vorsitzender, das MTV Pfaffenhofen, setzen Sie sich ja auch für die sportlichen Belange der Stadt ein, Herr Büttner. Und da gibt es ja auch sehr viele Projekte. Stichwort MTV-Stadion, Umbau mit neuen Umkleiden oder auch natürlich Eisstadion. Wird ja jetzt dann im Frühjahr saniert. Was denken Sie, Herr Büttner, welchen Stellenwert haben denn Sport- und Freizeitangebote für eine Stadt wie Pfaffenhofen? Und warum war es Ihrer Meinung nach wichtig, da anzusetzen? Ja, der Sport und der Freizeitwert durch den Sport hat einen sehr hohen Stellenwert in Pfaffenhofen. Das sieht man nicht nur an der finanziellen Sportförderung, die Stadt, die Vereine, wo ich als MTV-Vorsitzender auch der Nutznehmer bin. Man sieht es auch an den angesprochenen Maßnahmen jetzt, der Umbau im Rahmen von Natur in der Stadt, der Fußballplätze im Zentrum, dass die im Zentrum bleiben, dass sie dann auch mit dem Stadtbus oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Auch die Sanierung vom Eisstadion ist da ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, es kostet Millionen, aber es ist wichtig, dass man Freizeitangebote für die Kinder und Jugendlichen bieten, dass man Sportmöglichkeiten bieten, weil gerade die Kinder, die man im Sportverein und die Jugendlichen im Sportverein beschäftigt und mit ihnen umgeht und denen Freizeit, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bietet. Die Kinder haben also ein entsprechendes soziales Umfeld, die haben die fallen im Prinzip dann später nicht irgendwo dem Staat zur Last. Die haben eine sinnvolle Beschäftigung, die haben gut betreut. Ich denke, da ist der Ansatz ganz vernünftig, dass die Stadt hier sehr viel Geld investiert, also Fußball, auch im Schwimmbad, nicht nur für die Vereinssportler, sondern auch für die Allgemeinheit, Freizeitangebote, Natur in der Stadt, Schwimmbad, Eisstadion für die Allgemeinheit. Und ich denke, das ist wichtig, weil das ist das E-Tüpfelchen von der Stadt, wo wir eine Freizeit bieten können, weil die Basis, sagen die Wasser-, Straßeninfrastruktur, ist wichtig, aber auch das E-Tüpfelchen Sport, Freizeit, Erholung ist ein wichtiger Punkt und da haben wir in den letzten 6 Jahren auch sehr viel Geld in die Hand genommen und auch sehr viel investiert und es ist auch sehr viel geplant. Das Wichtige war, dass da auch die Sportler mit eingebunden wurden. Sanierung bei den Renovierungen, was in der Abstimmung mit den Vereinen,
das ist ein guter Weg, um weiterhin noch erfolgreich zu sein, weil das ist das beste Sportangebot, wenn es an den Bedürfnissen weitergeht. Herr Güttner, momentan zweiter Bürgermeister von Bad Nogen, sagen wir mal salopp, Sie stehen in der zweiten Reihe. Warum wollen Sie denn jetzt den Sprung nach vorne machen? Das ist wieder, wir haben momentan eine Olympiade, da ist gut der vierte Platz, das ist die Unanpassung. Aber selbst der Fünfer, der dann gewinnt hat, der Silber, die haben auf dem Goldtreppchen stehen und wir haben ja so mal in den letzten sechs Jahren erfolgreich zusammengearbeitet, haben eine erfolgreiche Arbeit für Bad Nogen hat sich gut entwickelt. Das war nicht nur eine Leistung von Thomas Scherker, sondern es war ein Teamwerk. Und ich bin da vom Haus aus auf dem Jugendlichen Teamplayer und ich kann dieses Team genauso gut als mein Gäste führen und das Konzert. Jetzt in Bockenhofen die Möglichkeit ergeben, dass Sie noch einer ganz neuen Partei auch Ihre Stimme geben können. Dafür steht ganz genau. Also der wichtigste Punkt ist eigentlich der, dass wir gar keine Partei sind. Und da legen wir auch ganz stark Wert darauf, dass wir keinerlei parteipolitischen Hintergrund haben, sondern freie und unabhängige Bürger sind, die für Projekte einstehen, wo jeder von uns mindestens zwei oder drei Jahre hinweg aktiv ist. Und diese Projekte, die alle dem Gemeinwohl dienen, die wollen wir weiter gestalten. Egal wie diese Mehrheiten vielleicht in dem neuen Stadtrat ausschauen. Und das war unser Hauptanliegen, das einfach zu signalisieren, auch einen Spiegel abzugeben, dass wir eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden sind, wie die Entwicklung in der Stadt Pfaffenhofen die letzten Jahre vonstatten gegangen ist, dass wir eigentlich mit dem gesamten Stadtrat haben leben können. Allerdings ist es so, dass jetzt bei der Neuwahl einige verdiente Stadtratsmitglieder gar nicht mehr antreten. Und das geht ja quer durch die Parteien. Also ein Theo Abendstein ist nicht mehr dabei, mit dem habe ich zum Beispiel persönlich in einigen Dingen ganz regen Austausch gehabt. Es ist eine Frau Schack nicht mehr dabei, die zum Beispiel beim Interkulturrat eine mittragende Rolle begleitet hat. Es ist ein Herr Mutig nicht mehr dabei, der für Grünanlagen zuständig war, mit dem waren wir auch sehr rege tätig, mit dem Begrünen von Flächen. Und diese Unsicherheit, die einfach hier entsteht, und auch teilweise im Vorfeld Äußerungen, die öffentlich getätigt worden sind, dass man teilweise das Rad zurückdrehen will, das hat uns veranlasst, aktiv zu werden und uns einfach mit den Inhalten zu positionieren. Das ist der Antrieb gewesen, eine unabhängige freie Wählergruppe. Weil zum Beispiel auch der einzige unabhängige freie Wählergruppe im neuen Stadtrat nicht mehr vertreten ist, wo der Herr Buska Stadtrat war. Die hat sich aufgelöst. Und wir sind so, kann man ruhig auf dieses was sehen, Herr Geindl, der leider verstorben ist, und Herr Buska haben uns bei den ganzen Vorbereitungen von den Formellen eigentlich unterstützt, dass Sie quasi so ein bisschen Hilfe leisten für Nachfolger, die keinen parteipolitischen Hintergrund haben. Weil wir eigentlich meinen, die Parteien stehen sich teilweise wirklich selber im Weg, dass da nicht mehr das Gemeinwohl von der Linie steht, was für uns Bürger und Bürgerinnen wichtig ist, sondern man will sich da profilieren. Da geht es teilweise darum, wer hat den ersten Vorschlag für irgendein Thema. Und das versucht man dann auch oft irgendwie so hinzustellen, dass man die Weisheit irgendwie erfunden hätte. Ich würde sagen, man sollte sich in manchen Dingen vielleicht auch mehr Zeit lassen und länger brauchen für eine Entscheidung, dass man eine Allgemeinverträglichkeit auch in den Entscheidungsfindungsprozessen hat. So, was ist Ihr Erklärungs... Was ist das erklärte Ziel für die Wahlen? Wo wollen Sie hin? Was wollen Sie erreichen? Dass mein Leben gemeinsam das Gemeinwohl gestaltet wird. Und also nach unserem Dafürhalten sollte es grundsätzlich eigentlich so sein, wir haben das in Deutschland nur beim Bundespräsidenten. Der Bundespräsident, wenn gewählt ist, dann gibt er seine Parteizugehörigkeit ab und sie ruft. Man könnte das auch grundsätzlich mit Standard einführen und könnte sagen, wenn ich gewählt wäre, dann hat meine Parteizugehörigkeit an zweiter oder dritter Stelle zu stehen, sondern das Wohl der Stadt ist wichtig. Ich muss mich in Themenfindungen auseinandersetzen und muss gemeinsam Lösungen finden. Das arbeiten wir egal im Handlungsfeld. Das ist das oberste Ziel.
Es deckt sich auch viel von dem, was Sie wollen, mit dem Programm der Grünen und mit dem Programm der ÖDP. Also so viel Neues sehe ich jetzt da ehrlich gesagt nicht, so sehr mich Ihr Ansatz freut. Und ich garantiere Ihnen, ich bin jetzt 18 Jahre dabei, auch Sie werden, wenn Sie denn drin sind, merken, dass Sie sich ganz diesem Spiel, wie immer man es nennen mag, letztendlich nicht so entziehen können, wie Sie es gehören. Mir ist es genauso gegangen. Man, nach einigen Jahren merkt man sehr wohl, dass es doch Bindungen gibt, dass man sich zum Beispiel als Mitglied der bunten Koalition manchmal auch vom Fraktionsvorsitzenden der SPD zurechtweisen lassen muss, wenn man in sekundären Fragen, Problemen, andere Meinung hat, gleich an Entschuldigungen, auch das werden Sie merken, wenn Sie in der Koalition sind. Also ich habe dieselben, vor 18 Jahren, dieselben idealistischen Vorstellungen gehabt wie Sie. Einige davon haben gehalten, einige sind zerbrochen und die werden auch Ihnen zerbrechen. Der Heike hat die besten Wünsche. Ihr Ergänzung dazu ist, ich konnte das an den Bayern auch nachvollziehen, dass wenn man die Vorschläge immer bringt, das geht uns grundsätzlich anders. Das ist uns im Bayerischen Landtag, im Bundestag so gegangen. Ich würde sagen, dass wir die ersten waren, die solche Anträge gestellt haben, aber wir sind leid geprüft, weil irgendwann haben dann die anderen das gemacht und haben dann sogar die Bayerischen Verfassung mitgestellt. Umweltschutz zum Beispiel. Und wir haben gesagt, wir haben gestellt in der Bayerischen Verfassung mit. Also man konnte ja mit kleinen Schritten, mit Glück, man ist dann wirklich gemessen an den Erfolgen, ja, die man dann in der Bundeskoalition hat, was dann aussagefähig ist, was dann auch für die Bürger vor Ort dann umsetzbar ist und dann die Kultur, daran kann man sich dann messen. Da hat man dann gesagt, okay, ich habe schon einen Vorschlag gemacht, die anderen haben es umgesetzt oder mitgeholfen zum Umsetzen. Das ist wie, würde ich sagen, eine große Familie im Standort, wo es halt Diskussionen hin und her gibt und manchmal sind halt Standpunkte da und die müssen halt dann ausgetauscht werden. Der Herker und der Meier haben dazu noch Anmerkungen. Also wen habe ich ja beschuldigt, dass von Heimschuh die Unterschiedlichkeiten mit sich bringen. Die einen reden dem Mord das Wort, die anderen haben vielleicht andere Wertegefüge. Das macht schon einen gewissen Unterschied. Am Schluss haben wir die einfach alle Pfaffenhoffnungen und Pfaffenhoffnungen entscheiden im Sinne der Stadt. Aber was wir als für wichtig erachten, da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze. Und wenn ich auf den jetzigen Bauhaus zuschaue, manche Parteien reden immer von Stein und Mörtel und von Parkplätzen und haben das manchmal das vor sich ertragen können. Diese Marken zeigen seit manchen Jahrzehnten und andere Parteien haben vielleicht andere Schwerpunkte. Die sagen immer, Autos verbieten und alle müssen zugeben. Und die Aufgabe des Bürgermeisters ist erst einmal, Themen zu setzen, Themen zu treiben und sich dann auch Mehrheiten dafür zu organisieren. Und wenn Sie sich das Bündnis anschauen, das geht von ÖDP, Grünen über die SPD und den Freien Wählern. Ich möchte für mich Anspruch nehmen, der Bürgermeister wie die SPD ist hier die Klammer und auch der Motor und der Katalysator, aber in Summe sind wir ein sehr breiter Querschnitt der Gesellschaft. Sie ist nur zwar in Frontalopposition betrieben und alles scheiße gefunden und immer dagegen gestimmt. Mittlerweile stimmen Sie gerne dazu. Haushalt ist ein Beispiel, Haushalt ist komplett verkehrt, aber zustimmen werden Sie trotzdem. Es macht sehr wohl einen Unterschied, wie und wo und welche Partei, aber im Idealfall haben wir einen Pfaffenhofener Kern und auch Verantwortung der Stadt hinunter und hängen die Partei nicht höher, aber man kann sehr wohl Unterschiede festmachen. Und der Mann in den Schweinen ist eine Gruppierung, das ist ein sehr bunter Haufen und das ist weniger ein gesamtheitliches Programm, was ihr formuliert habt, sondern eher Schwerpunktthemen, die aber jeden Hörer am Herzen liegen und da ist jetzt wenig Kampf dabei. Ja. Das sind Dinge, die alles eine Daseinsberechtigung haben und das schauen wir dann, wenn wir jetzt abschneiden und würde mich freuen, wenn auch ihr in ein oder andere Vertreter in den Stadträumen senden würdet. Zu unserem Mittwoch-Kalender oder Ergebnis kommen möchte. Ja, noch kurz, wie man zu Entscheidungen kommt. Das ist ein ganz zentraler Ansatz für uns. Da ist der Pfaffenhofer ja auch auf einem guten Weg, das ist ein Brüderdialog und dass auch ganz viele Entscheidungen nicht unbedingt unter Stadtrat bringen, sondern dass man das in die Hand der Bürger gibt. Dass man also regelmäßig dauerhaft Bürgerentscheidungen einführt, die man ganz gut vorbereitet und auch nicht unbedingt immer nur diese Ja- und Nein-Entscheidungen, sondern dass man Varianten auch anbietet, um eben Widerstände auch zu entdecken und dann auch vielleicht auch mal einen Vorschlag annimmt, der den wenigsten Widerstand hat und nicht die 51% und 49% schauen in die Röhre. Also mit dem sollte man sich vielleicht auch mal grundsätzlich beschäftigen, wie ich was vorbereiten kann zur Abstimmung. An die Hand der Bürger und Bürgerinnen.
Vorsprung trotzdem diesen Posten erklimmen kann, hat uns ja bei der letzten Wahl der Thomas Herker gezeigt. Herr Kanuka, was finden Sie an der Politik denn so spannend? Warum wollen Sie denn in die Politik gehen? Wissen Sie, wenn man in der Gesellschaft was verändern möchte, dann muss man sich in der Politik engagieren. Das haben die Grünen in den 80er Jahren, 70er Jahren gemerkt und haben dann den Marsch durch die Institutionen angetreten. Und jetzt haben sie ja schon einiges geschafft und verändert. Und ich möchte auch für die Stadt Pfaffenhofen was verändern und verbessern. Und deswegen muss ich bei einer Wahl antreten. Und vielleicht werde ich ja gewählt und dann sehen Sie, was wir von der FDP alles verändern können. Und wir sind, es ist ja immerhin schon der erste Punkt, glaube ich, in unserem Wahlprogramm umgesetzt worden. Wir haben ja einen Rechenschaftsbericht für die WSP gefordert und es wurde ja meines Vernehmens nach schon irgendwo beschlossen. Wir haben also schon vor der Wahl einen Punkt unseres Wahlprogramms umgesetzt. Also werden Sie vielleicht erleben, was wir dann umsetzen können, wenn wir tatsächlich gewählt werden. Herr Kanuka? Natürlich habe ich mir auch Ihr Wahlprogramm genau zu Gemüte geführt. Auf Ihrer Homepage der FDP steht ja auch ganz klar, wir brauchen in Pfaffenhofen eine Stadthalle. Die Geschäfts- und Freizeitreisenden mit unserer lebenswertesten Stadt sollen damit angezogen werden. Wo soll denn diese Stadthalle stehen und wie soll das Ganze Ihrer Meinung nach aufgestellt sein? Also, wir haben uns doch jetzt das Vorkaufsrecht fürs BayWa-Gelände gesichert. Also, das wäre ja ein sehr guter Standort, direkt am Bahnhof und sehr gut zu erreichen von der B13 her. Ansonsten könnte man auch das Flutareal neben dem Kraftwerk verwenden. Man könnte dann so eine Halle auf Stelzen stellen und vielleicht unten und dann unten drunter die Flutflächen erhalten. Und durch die Halle hätten wir endlich die Möglichkeit, Veranstaltungen, die vielleicht nicht in der Turnhalle gehören, wenn jetzt zum Beispiel ein Kabarettist hier auftritt, was ja in der Niederscheider Turnhalle vielleicht auch von der Akustik her und vom Ambiente mit Basketballkörben und Linien am Boden nicht unbedingt das Schönste ist, in Pfaffenhofen gut veranstalten. Wir hätten zum Beispiel auch den Landesparteitag der FDP in Pfaffenhofen veranstalten können, aber es gab keinen Ort. Wir Freien Wähler fordern ganz klar Entlastung der Städte und Gemeinden durch Umgehungsstraßen. Wie soll denn das in Pfaffenhofen Ihrer Meinung nach genau laufen mit den Umgehungsstraßen? Ja gut, die Umgehungsstraße, wir haben eine Umgehungsstraße Westen, die ist damals von einem Freien Wähler Bürgermeister von Wander Schanz, gegen viele Widerstände durchgesetzt worden und heute ist der Wähler froh, dass sie da ist. Und jetzt kämpfen wir alle gemeinsam für eine die sogenannte Südumgehung, dass man vom Bahnhof und die Stadt mit hohen finanziellen Vorleistungen in die Bahn in die Betonung geschwungen ist und auch dem staatlichen Bauamt, dass wir die Südumgehung bekommen, dass wir vom Bahnhof aus direkt Richtung Autobahn fahren können. Dass die Wohngebiete in Bayern über Städten, Moosburger Straße, dass die vom Durchgangsverkehr entlastet werden, weil die mittlerweile, das waren früher reine Wohngebiete und mit dem zunehmenden Verkehr und den zunehmenden Wetterströmen sind das jetzt reine Autobahnzubringer geworden. Und da ist die Südumgehung unbedingt notwendig. Die ist uns schon seit zig Jahren wie versprochen worden von der Regierung, immer wieder nach hinten vertröstet worden. Und versprechen wir jetzt, es war vor zwei Jahren, war sogar Minister, hat es mehr oder weniger schon versprochen, als Folge ist dann aus dem Plan rausgeschnitten worden, das ist die Realisierung weiter nach hinten. Ich hoffe, dass wir jetzt durch den Umweg, wir haben also das Ostviertel hat protestiert, dass sie gereisen, eine Protestbewegung auf die Beine gestellt und mittlerweile werden die Teilungen vom staatlichen Bau wieder weitergeführt, dann merken wir, dass Bürgerbeteiligung oder Bürgerprotest auch sinnvoll ist, dass er was bringt und vielleicht schaffen wir es in den nächsten Jahren, dass wir über die Hintertür mit der fertigen Planung dann eben wieder Geld verfügbar ist, diese Südumgehung in den nächsten 5, 6, 7 Jahren realisieren können, um vom Durchgangsverkehr zu entlasten, weil das ist wirklich ein Problempunkt, der wirklich vielen Leuten auf den Finger bringt. Herr
Und Herrn Hecker brennt auch der Finger, er möchte auf den Ruf, um zu ändern. Dass sie merken, was Politik ist und wie die Zusammenhänge sind. Man kann ihnen erzählen, dass man irgendwie Tunnel baut für zig Millionen von Euro durch lockeren Untergrund. Also erstmal auskommen, dann ein Grundbild bauen, dann wieder zuschütten, so einen Schwamm kann man ja im Wahlkampf erzählen und manche haben sehr viel Schwamm in ihren Wahlkampf angeschrieben. Die konkrete Situation, in der die Stadt von Bundes Anfang der 90er Jahre im Straßenausbau kann in die höchste Kategorie aufgenommen worden. Da gibt es in Bayern. Und deswegen war ich so ein Land, da steht drin, was sind die wichtigsten Straßen, wo bauen wir. Hans Brechter ist damals in Gesprächen mit dem Staatlichen Bauamt, sind wir da in die erste Kategorie gerutscht und hat gesagt, ihr werdet jetzt dann bald out. Das war jetzt vor über 20 Jahren. Die Stadt Pfaffenhofen hat in der letzten Legislaturperiode mit fast 7 Millionen Euro ist in Vorleistung gegangen, hat die Unterführung und war noch auf eigene Kosten erweitert und es wurde nie geplant. Und es war vor 3 Jahren im Sommer kommt ein Anruf, Achtung, Pfaffenhofen, nämlich genannt, besonders das Innenministerium, Herr Bürgermeister, passen Sie auf, und streichen Sie aus der ersten Kategorie heraus. Was heißt, es wird nicht geplant werden. Was macht man? Siegfried Leisner, der war der Sprecher der Bühneninitiative, den haben wir angerufen und gesagt, Sie, jetzt müssen wir Gas geben, Sie müssen wir kurz vor der Landtagswahl die Menschen mobilisieren, weil sonst wird das gar nichts mehr. Wir haben in der Stadtverwaltung Unterschriftslisten geschrieben, verpasst und kopiert. Der Siegfried Leisner ist mit seinen Mitstreitern von Haus zu Haus gezogen und hat Unterschriften gesammelt. Und siehe da, es kommen 5000 Unterschriften zusammen. Und wenn man vier Wochen vor der Wahl zusammen damals mit Franz Hockmeier, beim Innenminister, 5000 Unterschriften abgibt, auf einmal gibt es weniger. Und jetzt ist das folgende Wunder passiert. Wir sind zwar nicht mehr hochgeschuft worden, wir sind jetzt nicht mehr in Kategorie 1, sondern wir haben wie vorhin eine 1 Reserve, wo normal nicht geplant wird. Aber aufgrund des Drucks, den die Stadt und das heutige Zeit dazu kurz gemeinsam mit der Bühneninitiative, den wir erzeugen konnten, auf einmal wird geplant. Nächste Woche kommt der Leiter des Staatlichen Bauamts am Mittwoch nach Pfaffenhofen und wird die 4 ausgearbeiteten Varianten vorzeigen. Da ist realistischerweise keine Tunnelvariante dabei, das wird keiner zahlen können. Paulus liegt beim Freistaat Bayern, der Freistaat Bayern hat kein Geld, das plant er wenigstens schon mal. Wenn der Plan dann da ist, dann wird sich hoffentlich auch hier finden, aber da bestimmt ist jetzt erstmal die Planung vorantreiben. Und dann kann man hoffen, dass es umgesetzt wird. Und realistisch ist der Zeitraum, ist halt jetzt mal 2020 bleibt noch etwas dahinter. Davor wird es aller Voraussicht nach nichts werden. Alles andere sind Ammenmärchen. Und wer ihnen einen Tunnel verspricht, der unterschätzt wahrscheinlich das Intellekt des durchschnittlichen Pfaffenhofener Wählers. Für Familien, was wäre Ihrer Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg? Der Schlüssel zum Erfolg ist für mich ein Mix. Zum einen ist es die Ausweisung neuer Baugebiete, zum anderen ist es die Verdichtung der Innenstädte und zum dritten ist es eine Modernisierung, Fortschreibung des einheimischen Modells. Also ein Mix aus allen dreien. Wir haben jetzt in der letzten Stadtratssitzung einen Schnellschuss gemacht. Wir haben ein 50%-Modell beschlossen, ohne dass wir genau wissen, was das ist. Also 50% werden dem Grundstücksbesitzer genommen und er bekommt einen bestimmten Preis dafür. Das haben wir bestimmt. Wir wissen aber nicht, was für eine Preise er dafür bekommt und wie die Kriterien sind. Das ist genauso, wenn ich sage, ich kaufe mir ein Fahrzeug mit 30 PS, ob ich mir dann einen Mofa oder einen LKW kaufe oder einen Sportwagen, überlege ich mir später irgendwann. Ich möchte wirklich den gesunden Mix haben, ich möchte mehr Familienhäuser haben, ich möchte diese Innenstadt verdichten, die Wohnräume, die gerade am Hauptplatz noch entstehen könnten, möchte ich versuchen, die Grundstücksbesitzer, die Hausbesitzer dazu animieren, dass die ihre leerstehenden Wohnungen ausbauen, damit wir die Leute in die Innenstadt reinbringen. Und für Hausbesitzer draußen neue Baugebiete und die Wege leiten. Wir haben zwar noch eins im Eco-Quartier, aber das für die nächsten 5-6 Jahre und dann ist der Schluss. Wir müssen also jetzt schon anfangen, neue Baugebiete zu schaffen und dann können wir einen Preis drücken. Nehmen wir mal die Kundenkoalition fundamental auf Position und wir haben es dann durchgebracht. Wenn man sich jetzt den großen Hof anschaut, das Thema Wohnen wird das entscheidende Thema für Pfaffenhofen sein, wie entwickelt sich Pfaffenhofen. Und da muss man eines von vorneweg stehen, Wachstum an sich ist kein Ziel. Ja, wir müssen nicht mit Gewalt wachsen und wir brauchen keine 30.000 Einwohner, dass der Bürgermeister irgendwann Oberbürgermeister ist, sondern man muss dem Wachstumsdruck so weit nachgeben,
dass es noch funktioniert. Und dann muss man unten anfangen und da fängt es bei den Schwächsten der Schwachen an. Denken Sie daran an die Situation der Obdachlosen noch vor 6 Jahren. Da fängt es an bei der Obdachlosenunterkunft, die wir gebaut haben, und wo wir Sozialpädagogen gemeinsam im SKM, im Sozialen des katholischen Männern beschäftigen, die sich um diese Menschen kümmern, dass sie wieder in geordnete Strukturen finden. Dann geht es weiter im Mietwohnungsbereich. 18 Jahre lang ist im Pfaffenhofen kein einziger Cent mehr in den Neubau von Sozialwohnungen gesteckt worden. 18 Jahre lang hat die Stadt darauf verzichtet, hier zu investieren. Wir haben 2010 die Planung wieder aufgenommen und seit 2010 über 4 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau auf den Weg gebracht. Wir sind am Schluss nur 30 Wohnungen, knapp 30 Wohnungen. Aber das ist ein Anfang. Der Schlüssel wird sein, hier auch private Investitionen anzuschieben und auch das Thema genossenschaftlicher Wohnbau ist ein Modell, was es in Pfaffenhofen leider bis heute nicht gibt. Und dann nehmen wir mal anschieben müssen. Wenn man wegkommt von Mietwohnungen, das ist die nächste Frage. Mietwohnungen übrigens sozialer Wohnungsbau, das heißt einkommensgestaffelt mittlerweile ein Modell, je nachdem, was ich verdiene, hinten bis 4,50 Euro oder dann schrittweise höher, dann kann man ja auch Gegenbelegungen vermeiden, das ist in der Vergangenheit in den Sozialwohnungen der Stadt gegeben hat. Da muss man schauen, Eigentum. Nicht jeder kann sich ein Doppelhäuschen leisten, sondern es geht auch um die Frage der Eigentumswohnungen. Von der Stadtverwaltung ausgearbeitet und im Stadtrat einstimmig beschlossen, ein Modell künftig Einheimische auch Eigentumswohnungen vergünstigt anzubieten. Die ersten 12 Wohnungen werden wohl in der März spätestens in April-Sitzung im Detail fertig verhandelt sein und dann wird es am Stadtrat zum Beschluss vorgelegt. Und dann wird es als erstes in der Moosburger Straße 12 Wohnungen werden geschützt mit bester Südausrichtung für deutlich unter 3.000 Euro geben. Wenn Sie die Zeitung reingeschaut haben, gestern mal Immobilienmaklerin, der brüstet sich damit 4.000 Euro für Quadratmeter zu verdienen. Da gibt es Beispiele, wo der Pfaffenhofer reingeht, sagt, 3,5 sind dann zu früh, 3 Jahre später kippt, dann sagt die Wohnung, der die Kaufmann der Immobilienmakler sagt, es war in München, oder ich habe einmal versucht, 4.000 Euro, das hat er gezahlt. Warum wird es gezahlt? Weil die Leute kein Vertrauen mehr ins Geld haben, sondern ins Umgeld investieren. Und wenn der 4.000 oder 3.500 Euro zahlt, dann möchte er zumindest seine Zielung haben und die Finanzierung gelaufen ist, dann kriegt man plus eine Miete von 910 Euro raus. Da sind wir im bayerischen Durchschnitt, da sind wir nicht außergewöhnlich. Da sind wir ganz normal, da haben Stammtischparolen die Preise und damit gar nichts zu tun. Sondern wir sind im Durchschnitt Oberbayerns in der Entwicklung. Aber auf jeden Fall, Eigentumswohnungen werden wir in der Form fördern müssen. Die ersten 12 werden noch in der ersten Hälfte dieses Jahres fertig sein oder zumindest ausgeschrieben werden. Und dann werden wir den weitermachen und dann ist vor allem die Frage Baugrund. Und Herr Röder, wenn Sie über den ganzen Staat wahrscheinlich auch jetzt im 12. Jahr, wenn Sie das einheimische Modell noch nicht verstanden haben, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Weil das Einzige, was im einheimischen Modell ändert, mit diesem Grundsatzbeschluss ist erstmal der Anteil dessen, was für die Allgemeinheit abgeschöpft wird und Einheimischen vergünstigt zur Verfügung gestellt wird. Für 140 Euro stand heute plus Erschließungskosten, also deutlich unter Marktwert. Wir haben momentan auch noch 27 Grundstücke, aber wir haben über 100 Bewerber und haben die letzten 4 Jahre nicht mehr dafür geworben. Es werden dann aber kommen in den nächsten Monaten. Aber es ist grundsätzlich leicht zu verstehen. Die Frage ist einfach, möchte ich vorrangig für Pfaffenhofen erschwinglichen Wohnraum oder Bauland halten und schaffen? Oder möchte ich, dass Zuzug von außen kommt? Und am Schluss ist der Stadtrat bzw. der Bauausschuss, das ist ihre Vertretung, die entscheiden darüber, wo man Bauen zulässt. Und ob eine saure Wiese, die jetzt 4,50 Euro wert ist, künftig Bauland ist oder nicht, das entscheiden die gewählten Volksvertreter. Und wenn man eine so deutliche Aufwertung durchführt, dann ist es durchaus angemessen und rechtlich auch grundsätzlich geprüft und möglich, dass man die Hälfte Bauen für Einheimische vor Ort zurückhält. Und der muss ja nicht umsonst dagegen, sondern da wird ein Wertgutachten gemacht und da wird ein aktuellen Fall heißen. Nein, wird das nächste Baugebiet kommen mit über 30%. Dann wird das genauso gemacht und dann wird der Grundstückseigentümer eben den Preis für Bauerwartungsland und die Stadt selber entwickelt. Die soll dabei nichts verdienen. Es gibt ja Parteien, die sagen hier am Podium, die sagen, die Stadt muss dieses Modell weiter treiben und daran Geld verdienen. Nein, Steuern müssen wir es kennen. Das nicht, wie bei den letzten Baugebieten am Schluss der Immobilienmakler schon alle Bauparzellen gekauft hat, bevor der Bebauungsplan überhaupt fertig ist. Und dann das Ganze weiterverkauft. Ja, Beispiel ist ein Radlhöfe, Beispiel ist jetzt auch wieder die Moosburger Straße. Nein, die öffentliche Hand muss Grundstücke haben, das zersteuern und was dort passiert. Zum einen vergünstigt für einheimische Einheimischmodell und zum anderen zum Beispiel auf Flächen, die man freien Markt veräußern kann, wo man irgendwann auch so wie gesagt genossenschaftlichen Wohnbau ermöglicht. Und deswegen muss die Stadt dazu werden und die Wahrheit ist auch, wir haben die letzten Jahre im Schnitt über 300 Wohneinheiten pro Jahr fertiggestellt, vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus. Und das war deutlich mehr als an Zuzug zu verzeichnen, weil das heißt, wir haben auch Wohnungsleerstände, aber das sind halt dann so alte Baracken wie draußen an der Dieselstraße oder zum Beispiel westlich draußen entlang der Moosburger Straße in Teilbereichen. Also, um das
schöpfen für dieses einheimische Modell. Was gefällt Ihnen denn daran nicht? Ja, aber das ist jetzt nicht richtig, was der Herr Heiger gesagt hat. Wir haben nicht beschlossen, dass wir 50% zu 174 Euro abgaben. Wir haben beschlossen, aber ja nichts sagt Herr Röder. Wir haben beschlossen 50%. Einen Grundsatzbeschluss und die Eckdaten, die werden von der Verwaltung noch erarbeitet. So lautet der Beschluss. Und nichts anderes. Wenn Sie sagen, ich habe es nicht verstanden, dann stimmt das nicht. Wenn Sie etwas 174 Euro reden, dann haben Sie erst noch nicht zugehört und haben nichts verstanden. Ich habe gesagt, dass die Verordnung für ein Problem ist, dass für 140 Euro die Flächen von den Einheimischen veräußert werden. In der Vergangenheit, in der Vergangenheit war es ein schwerer Wert, der hier für den Ankauf angesetzt wurde. In der jüngsten Zeit haben wir diese Werte mit entsprechenden Wertgutachten klassifiziert. Die letzte Fläche war nach Wertgutachten dann 68 Euro lang im nächsten Wert. Und so kriegt man recht sehr den. Für 174 Euro hat niemand was gesagt gehabt. Und Sie haben vorhin die 174 Euro ins Gespräch gebracht. Oder ja. Oder haben mich verhört? Da haben Sie sich verhört, Herr Wiener. Aber wir haben beschlossen, dass wir 50% kaufen, für Einheimische zur Verfügung stellen, die Eckdaten werden erarbeitet. Nichts weiter haben wir beschlossen. Und ich hätte mir doch gewünscht, dass man in der letzten Sitzung vor der Wahl noch ein gesundes Konzept zusammenbringt. Das war übrigens, weil wir vorhin vom Fraktionszwang gesprochen haben, die Grünen waren eigentlich vehement dagegen, haben gesagt, wir müssen aber dafür stimmen, weil wir in der bunten Fraktion sind. Fragen Sie jetzt am besten an Herrn Pöffel, ob in den letzten 6 Jahren Fraktionszwang ausgeübt wurde. Also stimmt, der greift schon an. Natürlich liegt politisches Kalkül dahinter, diese Entscheidung vor der Wahl zur Abstimmung zu stellen. Glauben Sie denjenigen, die jetzt sagen, sie mit dafür stimmen können, hätten nach der Wahl dafür gestimmt mit entsprechender Vorbereitung? Nein, sondern es verspricht ihnen heute jeder, dass wir irgendwas für die Wohnraumsituation tut. Die Mehrheit für die Ausweisung war die letzten Jahre, stand die zur Abstimmung, aber die war politisch nicht gegeben. Und die Chance direkt vor der Wahl, wo endlich jeder sagt, er möchte in dem Bereich was tun, war ideal. Das hat sich dann Gott sei Dank eine Mehrheit gefunden. Nach der Wahl hätte das höchstwahrscheinlich auch in der Konstellation der Bunden vielleicht anders ausgesehen. Jetzt haben wir es gesichert, der Grundsatzbeschluss ist da. Und jetzt werden wir das dann auch, wir werden das Modell überhaupt noch modifizieren. Es gibt noch andere Ansätze, die man dort umsetzen will. Zum einen, dass zum Beispiel Ortsteilbewohner einen Ortsteilvorteil haben oder auch die Frage, dass ökologisches Bauen noch einen weiteren Vorteil bringt. Das werden wir in den neuen Regularien weiter umsetzen. Aber grundsätzlich 50% Ausweisung. Die ist möglich und die kann man so machen. Und wenn der Herr Röder nicht weiß, was er beschlossen hat, Sie können nachschauen im Rat hin, was ist die in der Stadt, sind alle Beschlüsse nächsten Namen im Abstimmungsergebnis dokumentiert und für Sie zugänglich. Herr Löffler, Sie wollten auch gleich noch was dazu sagen. Ja, also von dem Fraktionszwang und was weiß ich, irgendwelches Kalkül oder sowas, wir waren von Anfang an bitte auf dem Weg, dass man sagt, die 50% wollen wir abschöpfen. Das heißt also, für diejenigen, die auch bauen, gehört, weil er vielleicht vorher grüne Wiesen gehabt hat, irgendwo da draußen, der will ein Bauland zugewiesen. Davon wollen wir 50% für unsere Einheimischen haben. Das heißt also nicht, für irgendwelche Zuzogler, die also beim Niederer sind, die horrende Preise zahlen für einen Quadratmeter, der fast momentan auch mehr geht, sondern jetzt über die Bauträger, sondern wir waren von Anfang an dafür, dass wir die 50% im Grundsatz machen. Die Frage war nur, ob wir es vor der Wahl machen, weil wir gesagt haben, wir sind also so ehrlich, und haben gesagt, okay, wir wollen also da jetzt ein Wahlkampfkalkül einbringen und das widerstrebt uns, aber von der Grundsache her waren wir eigentlich dafür diese 50%. Der Zeitpunkt war für uns halt, okay, da ist vor der Wahl und da kann man viel versprechen, da kann man viel halten, aber jetzt haben wir es jetzt zementiert, diese 50%, was uns noch gefällt hat, aber das kann man ja, wie der Herr Bürgermeister auch gesagt hat, im Nachhinein auch noch von der Verwaltung mit den einzelnen Parteien erarbeiten. Ist die ökologische Ausrichtung, die vielleicht noch mehr in den Vordergrund gestellt werden muss beim einheimischen Modell und auch der soziale Anteil im einheimischen Modell. Die haben das so in mehrere herausgearbeitet. Da gibt es eigentlich im Dorfen schon, man braucht das auch nicht neu erfinden, im Dorfen gibt es schon so eine Satzung, wo das alles berücksichtigt ist und die werden wir uns halt dann, und wenn sie gemütet werden, und dann vielleicht die Menschen die hat nur auch, wie ich jetzt vorhin gerade gesagt habe, sollen wir es jetzt natürlich noch vor der Wahl bringen? Sollen wir so ehrlich sein, oder sollen wir es nach der Wahl erst machen? Dann haben wir gesagt, okay, damit wir was zementieren können, damit wir im Wahlkampf mit neigen können, sind wir dabei bei diesen 50%. Da waren wir eigentlich auch schon von Anfang an mit involviert
bei diesen 50%. Die Frage war, macht man es vor der Wahl oder erst nach der Wahl? Da war die Frau Schraubfeld und andere Meinung. Aber im Grunde, wenn man sagt, also vor der Wahl ist eigentlich besser, weil dann kann man sich ja doch halt nach der Wahl. Bauland, einheimisches Modell ist ein sehr heißes Eisen. Was sagen die Vertreter von FDP und auch von den Freien Wählern dazu? Denn auch ihre Vertreter in dem Stadtrat haben sich ja vereinzelt hin und her gerissen gefühlt. Ja, sicher, wir Freie Wähler lassen uns auch nicht unter einen Fraktionsdruck jetzt sagen, wenn irgendwer von Olaf Bürgermeister oder SPD, dass man dann die Mittelrechtsbedingungen hinten herlaufen, sondern wir haben unsere eigene Meinung. Und gerade in Bezug auf Bauland oder Wohnpolitik ist es doch das große Problem, dass die Pfaffenhofener, also unsere Kinder, unsere Jugendlichen, dass die bezahlbaren Wohnraum brauchen, dass die in Pfaffenhofen bauen können, in den Ortsteil fahren können und nicht irgendwo weit wegzügen, weil die ganzen Münchner die Preise kaputt machen und die Wohnungen aufkaufen zu tollen Preisen. Darum ist unsere Politik, dass die Stadt aktiv in die Baulandpolitik einsteigt, dass sie die Möglichkeit, dieses 50% einheimische Modell unterstützen auf alle Fälle, damit es bezahlbar ist, vielleicht sogar, wenn man dieses Erbpacht wieder einführt, um da die Anschubfinanzierung ein bisschen besser zu gestalten, dass man einen sozialen Wohnungsbau, dass die Stadt sich noch stärker im sozialen Wohnungsbau aktiviert und vor allem, dass draußen auch in den Ortsteilen das Baurecht ein bisschen, wie wir sagen, so großzügiger oder bürgerfreundlicher ausgelegt wird, damit wirklich die Kinder, die jetzt in den Ortsteilen rausgehen, bauen möchten, die können nur bauen, weil die Außenbereichsatzung so weit so eng ausgelegt ist, dass sie da irgendwo in umliegende Gemeinden ziehen müssen. Unser Vorhaben ist bezahlbarer Wohnraum für alle, vor allem für die Pfaffenhofener im Bereich Erbpacht, im Bereich einheimischen Modell und auch mit dem Baurecht, das wirklich noch ein Bau für Einheimische vor allem in den Ortsteilen zulässt. Und das ist wichtig. Dieser Problem ist wirklich, glaube ich, uns allen oder sehr vielen auf den Nägeln brennt, damit wir wieder zu vernünftigen Preisen vor Ort wohnen können. Fragen sollen, finden wir zu hoch. Weil wir haben ja beim Einkommen irgendwo die Grenze, wie weit wir das für die Allgemeinheit einsetzen dürfen, also besteuern dürfen, ist dies irgendwo bei 50%. Und jetzt wird das Eigentum von den Leuten, deren Land zu Bauern wird, auch zu 50%, womöglich dann, ihnen abgenommen. Ist die Wegnahme der Hälfte des ausgewiesenen Baulands jetzt wirklich noch in Ordnung? Wir könnten ja auch einfach anfangen und mehr Bauland ausschreiben, dann haben wir auch mehr Land für das einheimische Modell. Dann, zum Glück hat der Herr Herker schon darauf hingewiesen, dass es keinen pauschalisierten Preis mehr gibt, weil das Land, wenn man jetzt in Tegernbach schaut, wahrscheinlich hätten wir dann mit einem pauschalen Preis zu viel bezahlt und jetzt wären wir in Pfaffenhofen in guter Lage, wäre es wahrscheinlich zu wenig gewesen. Dann ein weiteres Problem, was ich mit dem einheimischen Modell habe, ist, man kann ja, glaube ich, bis zu 30 Punkte durch Ortszugehörigkeit erreichen in diesem Punktesystem. Und ich finde es schon etwas bedenklich, dass wir immer viel über Integration von anderen Leuten sprechen. Und dann sagen wir, dass die Ortszugehörigkeit so besonders wichtig ist, um Förderung für ein Eigenheim zu bekommen. Wollen wir nicht die Leute, die hierher ziehen, um hier zu arbeiten, denen nicht ermöglichen, dass die auch Einheimische werden? Ein Gestaltungsmittel ist im Sozialbereich. Es ist unabdingbar, dass eine Kommune Sachen nicht im freien Markt überlässt. Zu 100%. Wichtig in der ganzen Debatte, also ich habe diese Stadtratssitzung mitverfolgt. Was jemand auffällt, der keiner Partei angehört, ist, wie man bei so einem wichtigen Thema miteinander umgeht.
Also es war keiner eigentlich im Stadtrat drin, der dagegen war. Mir stellt sich halt dann als Unbeteiligter die Frage, wie kann man nicht dann miteinander umgehen, was so vorbereiten, auch detailliert vorbereiten, wo eigentlich jeder im Grundsatz einverstanden ist. Warum müssen sich dann wieder so typische Rollen ergeben von der Opposition und von jemandem, der eine Koalition hat, um ein Thema, wo sich eigentlich alle im Grundsatz einig sind, nicht einvernehmlich zu beschließen? Weil solche Diskussionen um nichts eigentlich auch Ebenen erreichen, die dann teilweise ins Persönliche gehen, wo man dann, weil man sich irgendwann einmal in einem Thema, wo eigentlich alle einverstanden sind, sich dermaßen in die Wolle wirkt und dann in einem anderen Thema, weil man jetzt eine Niederlage erreicht hat oder einen Sieg, dann vielleicht da irgendwie dagegen stimmt, nur um in diesen Rollen zu verharren, die man sich irgendwie selber auferlegt. Eigentlich sind doch alle dafür. Der Röder hat selber gesagt, die Anträge von SPD und Freien Wählern, das sind so wörtlich gute Anträge. Und wir finden von der Republik in Anderlach, und wir hören sogar noch hören auf, die mir sagen, man soll bis an die äußerste Grenze des rechtlich Möglichen gehen. Wenn ich an unseren Juristen recht verstanden habe, Thomas, ist das jetzt schon die oberste Grenze. Ich möchte aber noch was zur Bauernpolitik sagen. Innenstadtverdichtung, ja. Und ich glaube, bei Innenstadtverdichtung muss man auch den Verlust von Parkplätzen in Kauf nehmen. Wir sind aber sehr skeptisch, noch mehr Bauland auszuweisen. Weil der Flächenverbrauch ist eines der größten Probleme, die Bayern hat. Und immer wenn ich von Scheier herkomme, es tut immer weh, wenn ich die Monokultur, diese einförmigen Häuser, die Scheier ansehe. Aber hier wurde Naturland einfach zerstört und Naturlandschaften. Und jetzt ein anderer Aspekt. Wir sind auch der Meinung, die Pfaffenhofener sollen Vorrang haben, nicht Fremde. Und drum ist dieser vielleicht die Kritik an der Stadtpolitik, so schön es ist, wenn wir Titel wie lebenswerteste Stadt, nachhaltigste Stadt, wobei es immer öfter nur im ironischen Sinn gebraucht wird und nicht mehr im freudenvollen Sinn, lebenswerteste Stadt. Also man hört es, es ist immer voll Ironie zu 90%, ich merke das bei Stadtführungen. Da lobe ich ja durch die Lage von Pfaffenhofen zwischen den Metropolen im Flughafen. Da lobe ich ja die Leute sowieso her. Muss ich da noch aggressive Werbung machen? Muss ich da noch in einer schwindelerregenden Spirale noch weiter Pfaffenhofen zur Welt schaffen? Orientierungen im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Und diese Orientierung, die sind ich und wir von der Mitte Wirtel, scheint uns ein bisschen verloren zu gehen. Und darum sehen wir uns als Korrektiv. Als Korrektiv, andere behaupten es auch, ich glaube, das wahre Korrektiv sind wir, die das ein bisschen dem entgegensteuern. Und das so sehr schön ist, dass sehr viele unserer Ideen, Fußgängerzone und so weiter, mit jetzt verarbeitet worden ist. Niemand kann leugnen, dass sehr viel geschehen ist in der guten Koalition, auf die wir stolz sein können. Aber hier sehe ich einen Gefahrenpunkt. Ein Gefahrenpunkt, dass man nicht zu aggressiv werden, dass der Boden noch mehr, noch größer, noch mehr in den Medien sein soll, weil dann noch mehr Leute kommen und dann bleiben die einen geschnürtlich auf der Strecke. Die, der Zuzug, der Siedlungsdrang, gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass das Baugebiet an der Kellerstraße sofort weg war, und so wird es weitergehen, wenn wir hier nicht ein bisschen Bescheidenheit und Maß an den Tag geben. Gute Vorschläge. Wir wollen ja selber, dass das einheimische Modell fortgeschrieben wird. Wir stehen ja voll dahinter, nur diese Eckdaten hätten wir gerne vorher gewusst. Und ich hoffe, dass wir das zur Zufriedenheit unserer Bürger auch fortschreiben können, dass die Verwaltung einen guten Vorschlag macht, dass man unterscheidet zwischen Stadt- und Ortsteile, dass der Landwirtssohn auch in der Nähe wohnen kann, auch im Ortsteil, ohne dass man den Ort kaputt macht. Dass auch die in Pfaffenhofen drin, die hier wohnen, einen günstigen Wohnraum kriegen. Da sind wir uns alle, sage ich jetzt mal, alle durch die Bank im Stadtrat drin einig. Es geht jetzt nur darum, dass wir das Beste daraus machen, alle miteinander. Und da gebe ich jetzt eigentlich auch unserem Manfred Schmeier recht. Es war nicht gut vorbereitet. Da war kein Vorschlag und auch kein Vorschlag des Bürgermeisters, sondern der SPD-Fraktion im Stadtrat. Ansonsten kann man jetzt eigentlich nur mehr unterschreiben, was der Thomas Röder gesagt hat. Jetzt muss ich aus meiner Taktik was sagen. Weil immer
weil manche auch am Stammtisch gerne das Klischee des Preismütigen bedienen. Um welche zwei Preise geht es denn? Es geht um den Lüftkompromot und es geht um den Nachhaltigkeitspreis. Auf keinen einzigen dieser Preise haben wir von uns aus geschlechtet, sondern in beiden Fällen sind wir von den Veranstaltern gefragt worden, ob wir uns denn nicht bewerben wollten, weil wir ganz gut ins Master passen würden. Am Schluss haben wir jeweils den Zuschlag bekommen. Und wer jetzt suggeriert, dass wir damit nach außen gehen und Werbung machen, um Einwohner zu sammeln, das stimmt schlicht und ergreifend auch nicht. Die Stadt macht das nicht. Wir setzen es in der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen ein. Sonst nirgends. Wir wollen nämlich nicht mit Gewalt wachsen. Und wer dann nochmal sagt, wegen den Preisen würden hier mehr Leute herkommen, das ist auch nicht der Fall, sondern wie gesagt, wir sind im Bereich der statistischen Durchschnitts in Oberbayern bei der Entwicklung der Preise und auch beim Wachstum in der Region gibt es kleine Käfer um uns herum, die ganz andere Wachstumszahlen aufzuweisen haben als Pfaffenhofen. Es ist einfach so, die Menschen flüchten ins Betonwald, deswegen wird gebaut, was erstmal schön ist, weil gebaut wird. Und auf der anderen Seite kommen die Menschen in den Ballungsraum. München, schauen Sie an die Studie an, die gestern erst veröffentlicht worden ist, IHK und ELM zusammen, da ist Pfaffenhofen halt genauso leidtragend, wie es Moosburg ist oder wie es Kirchen ist oder wie es Kemmering ist. Und es ist eine überregionale Tendenz, die wir hier haben, die hängt nicht von irgendwelchen Preisen ab. Die Preise sagen nur, in diesem Bereich, wo wir uns beworben haben, und diesmal war es vor allem das Thema Bürgerbeteiligung und die Art und Weise, wie man die Zukunft plant, dort sind wir ganz vorne mit dabei, dort machen wir es richtig. Und es ist nur Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ansonsten Preisgeilheit gibt es im Stadtrat nicht, außer vielleicht die Immobilienmakler, die geil auf hohe Preise sind. Anlagen errichten zu lassen. Die erste neue Wohnanlage an der Kirchstraße steht, aber die Stadt sagt jetzt, ja, dabei soll es jetzt auch erst einmal bleiben. Wir erhalten lieber einen Parkplatz und schauen einmal, was die Zukunft bringt. Lieber Herr Herker, wie kommt es denn, wenn eigentlich so dringend Wohnraum benötigt wird? Moment, ich sage nicht, es wird nicht so dringend Wohnraum benötigt, man muss ihn mit dem Wald schaffen, sondern das Problem ist die Preisentwicklung am Markt. Und wie gesagt, da sind wir kein Ausreißer, sondern da sind wir ein statistisches Mittel. Auf die konkrete Fläche gezogen, da haben wir generationenlang, oder zumindest ein paar Jahrzehnte lang davon geträumt, hier ein Parkhaus zu errichten. Schauen Sie nach, wo das Parkhaus ist, und schauen Sie das jetzige komplett privat finanzierte Parkhaus an, das immer leer ist, dann ist die Frage relativ einfach, was das attraktiver ist. Und oder Gedanke Nummer 1, Parkhaus dort an der Stelle erst mit auf Eis gelegt, dass es nicht braucht, wenn wir selbst die Gewerbetreibenden sind, sondern dass wir im Pfaffenhofen genügend Parkplätze haben. Punkt 2 ist, was macht man daraus? Man könnte jederzeit Wohnbebau machen und das wäre auch schön, das können auch immer noch Blumen im Osten sein. Das sind auch ein paar hunderttausend Euro, die in die Stadt säckelt hier wandern, wenn wir die Flächen veräußern. Aber momentan gibt es an der Stelle nicht den großen Bedarf, das zu tun, sondern ganz im Gegenteil, Sie werden sehen, dass jetzt innerhalb der nächsten 24 Monate spätestens im größeren Umriff dort eine unglaubliche städtebauliche Chance bieten. Und in diesem Kontext muss man sich dann die Flächen anschauen. Jetzt nichts verbauen, was man vielleicht in 6 Monaten anders machen würde. Deswegen jetzt erstmal Shop. Und für alle Freunde der Parkplätze in der Innenstadt ist doch das ein schöner Trost. Das sind 50 kostenlose Parkplätze direkt in der Nähe vom Hauptplatz, wo man unbegrenzt parken kann, dann noch länger vorhanden. Also wer gern mit Parkplätzen hat, für mich, der kann auch das argumentativ toll verkaufen. Und ansonsten Wohnraum wird momentan genügend geschaffen. Über 300 Wohnheiten, die jedes Jahr die Fett gestellt werden. An dieser Fläche wird sich das Wohn und Wehe der Stadt Pfaffenhofen in Bezug auf die Wohnraumsituation nicht entscheiden. Der Herr Pfeffler, gleich mal drauf anknüpfen. Ja, an den Park der Rade Kirchstraße wollte ich nochmal anknüpfen, weil Thomas war damals noch nicht im Stadtrat, ich habe damals mit dem ehemaligen Stadtrat von der SPD, den Herrn Gerber und den Franz Keinl zusammen das Bürgerbegehren gemacht und gesagt haben, die Finanzierbarkeit der Parkgarage in der Kellerstraße ist noch utopie, die Brandsweg und außerdem ist es unsinnig, da eine Parkgarage zu machen. Wir haben das Bürgerbegehren gewonnen. Allerdings, was die Stadt gemacht hat, die hat vorher schon die Fördergelder kassiert und damit wir diese Fördergelder nicht mehr zurückzahlen müssen, weil wir sie schon kassiert haben, sind wir jetzt natürlich in der Bredouille, dass wir da kein Bauland ausweisen können. Das heißt, wir müssen uns europaweit ausschreiben, damit wir das dann überhaupt auf die Reihe kriegen. Also das sind jetzt auch so Konstellationen, wo man halt sagt, da ist jetzt nicht sofort dran geworden. Außerdem sollte man das Grundstück für die Stadt weiterhin zurückhalten können, damit man es auch regulieren eingereichen kann. Wenn man dann mal ein Grundstück hat, dann steht da vor der Tür, vor der Haustür, die Biotonne,
die Resttonne, die Papiertonne und jetzt sagen Sie es noch keine gelbe Tonne. Sie sagen, gelbe Tonne braucht der Pfaffenhof. Ja? Herr Dörfler, warum braucht der Pfaffenhof denn diese gelbe Tonne? Und ist jetzt das eigentlich Ihre Idee, Ihr Thema oder ist es das der FDP? Denn ich habe ja gehört, der Herr Postel verteilt ja ganz fleißig diese kleinen gelben Plastikmülltonnen. Oder sonst wie einmal, sondern der Herr Thomas Herkow und wir haben den Kreisausschuss zweimal schon gefordert, dass wir die gelbe Tonne einführen. Angefangen von den gelben Säcken, die wir sowieso doppelt nehmen müssten, weil es sonst zerreißt zu uns, beziehungsweise wenn wir es befüllen, zerreißt die gelben Säcke. Das ist also unmöglich. Dann das Bremssystem. Wer soll das, diese gelben Säcke dann immer jeweils hinbringen, weil es dann nicht bloß akademisch sportliche Waffenhunde Bürger, die dann zum Wertstoff noch gehen. Es gibt auch ältere Mitbewohner, die also nicht in der Lage sind, diese gelben Säcke zu entsorgen. Und da war eben ein Rollsystem für uns sehr wohl machbar. Und da haben wir eben gesagt, der Herr Herkommi, man sollte die gelbe Tonne prüfen vom Kreis her, weil das ist ja Kreissache. Und haben das zweimal schon gefordert im Kreisausschuss und jetzt müssen wir abgeübt worden, weil eben da, wie gesagt, keine Mehrheiten gefunden wurde. Ja, ich habe es auch nicht dafür gestimmt. Ja. Oder kann man das Verschieben der Stadthalle auch nach 2018 stimmt? Genau. Aber wie gesagt, wir wollen die gelbe Tonne haben und der Herr Wolf, der derzeitige Landrat, hat ja jetzt angekündigt, er will die Bürger beteiligen, der Bürger befragen, der braucht eine Bürger befragen, weil jeder Bürger will diese gelbe Tonne haben. Sie geht es, oder? Ja. Entscheidung, wo die Bürger wirklich mitnehmen können, die es eine gibt für gelbe Tonne, dann machen wir es. Wenn es eine Mehrheit dafür gibt, dann werden wir gar nicht einführen. Das ist eine vernünftige Sache. Die Bürger sollen entscheiden und nicht irgendwo die Politiker oben und unten. Ist es also die Meinung der FDP-Bürgerbegehren, das wäre es? Naja, also das Bürgerbegehren mit der Europawahl zusammen, das funktioniert ja wohl leider nicht. Weil das ja ein politisches Thema ist und das darf man doch nicht mit der Europawahl zusammen darüber abstimmen. Aber im Grunde, wenn wir die Leute befragen, dann kriegen wir ein Ergebnis und ich hoffe, dass sich da noch viele daran beteiligen, weil das ist für mich immer das größte Problem an diesen Bürgerbeteiligungen, dass wir Wahlbeteiligungen dann manchmal Befragungen haben, dass wir Wahlbeteiligungen haben, die, naja, wenn sie unter 50% liegen, dann muss man sich schon fragen, hat das jetzt wirklich so große Aussagekraft. Aber wir können natürlich eins veranstalten und jetzt natürlich wieder die Frage, wer hat als erstes die Idee von der gelben Tonne gehabt? Am Anfang haben wir schon darüber diskutiert, ist es wichtig, wer als erstes. Wir haben es jetzt werbewirksam inszeniert und jetzt springen alle wieder mit auf den Zug der Tonne auf. Und wir haben es ja am Wahlstand erlebt, irgendwie jeder möchte so eine Tonne. Alle Leute kommen her und fragen, was ist, warum steht also hier? Also ihre kleine Dekotonne will jeder. Genau. Und wir sagen ja, sie bekommen eine kleine Dekotonne, damit sie die Zeit bis zur großen Tonne überbrücken können. Weil sonst würden die da auch bleiben. Herr Mayer, ich habe gehofft, dass Sie das Wahlprogramm geht nicht. Sind wir zu groß. Eigentlich gehört das Thema der gelben Tonne in die Tonne. Also es gibt schon sehr viele Erkenntnisse darüber, dass diese Mülltrennung mit dem gelben Sack hinten und vorne nicht funktioniert. Und dass die ganzen Verwerter enorme Probleme haben mit dem Zeug, was in dieser angeblich gelben Tonne drin ist. Was anfangen zu können. Es kommen immer mehr, die sich mit diesem Thema ausführlich beschäftigen. Eigentlich vor dem Schluss ist es viel sinnvoller, alles in eine Tonne reinzuschmeißen,
und diese Trennung jemand anderem zu überlassen. Das ist der neueste Stand in dieser Entwicklung. Die gelbe Tonne ist praktisch ein Vorschlag von vorgestern, weil wir in 2-3 Jahren ein komplett anderes System haben. Es wäre eher zu überlegen, wie man vielleicht in dieser Wirkungszeit eine andere Lösung findet, um Menschen zu entlasten, die momentan noch diesen gelben Sack haben. Man könnte das vielleicht auch lösen, indem man keine gelbe Tonne hinstellt, sondern Abfahrtszeiten anbietet, wo man diesen gelben Sack vorher deponiert, was andere vielleicht auch schon machen. Was sagt denn die CSU zur Geldentonne? Ich bin der gleichen Meinung, dass man die Bürger eigentlich befragen sollte. Es ist schade, ich weiß nicht, ob das juristisch wirklich so durchgeprüft ist, dass man es mit der Europawahl machen kann. Das wäre von mir eine saubere Lösung. Fragen wir doch die Bürger, sagen wir den Bürgern, was das auch kostet, was das für Auswirkungen hat. Und wenn der Bürger sagt, das ist mir recht, Hauptsache ich muss nicht fragen, dann ist das für mich in Ordnung und demokratisch. Wir wollen natürlich hoffen, dass die vielen Gäste und Besucher, die zur kleinen Landesgartenschau auf Bad Mogen kommen, keinen Müll hinterlassen. Herr Lerker, die Vorbereitungen laufen jetzt auf Hälfte. Das ist nicht beigelegt, das sind 12 Wochen Programm. Entscheidend ist, was nachher bleibt und was nachher bleiben wird, sind 8 Hektar Grünflächen und Begegnungsflächen in einer wachsenden Stadt. Eine Stadt, die man nicht mit Wald wachsen lassen will, aber die wachsen wird und die sich weiter verdichten wird. Und schauen Sie jetzt schon mal hin, oben an, da ist hoch verdichtet, der Wohnbau, das sind in 4 Stockwerken, die keinen Gartenanteil haben. Das werden öffentliche Begegnungsflächen werden. Dort wird man Bier bieten können, dort wird man die Sonne bieten können, dort wird es einen Biergarten geben, da werden 3 Spielplätze entstehen, da wird man zu ihm runterkommen. Das ist ein Stadtentwicklungsinstrument. Es gibt Fördergelder, weiß die Gartenschau, diesem Förderprogramm ist aber ist für Generationen. Das ist übrigens ein Thema, was der Herr Kindhammer mir 2009 angetragen hat. Wir haben dann überlegt, wie wir es machen, im Stadtrat diskutiert. Ich hätte es gern 2 Jahre später gehabt. Ich habe für 2019 plädiert, aber allerdings dann auch mit der Mehrheit des Stadtrates gestimmt für 2017, aus diversen anderen Überlegungen. Aber es ist nämlich sehr sportlich, was wir hier vorhaben. Und es ist nicht nur die Gartenschau, die wir bis 2017 sozusagen umsetzen müssen. Es sind auch unglaublich viele flankierende Maßnahmen dabei, die an die Grenze der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung gehen und die auch finanziell durchaus belastend sind. Kein Vergleich zu einem 30 Millionen Euro Schulprojekt. Aber ich glaube grundsätzlich, der Aufwand lohnt, was Sie nach 2017 haben werden, wenn die 300.000 weg sind, wenn der Zaun abgebaut ist. Das ist ein innerstädtischer Grünbereich, mitten im bewohnten Gebiet, nicht wie bei anderen Gartenschauen draußen auf der grünen Wiese, nicht im strukturschwachen Gebiet, wo am Schluss vielleicht einmal am Sonntag 10 Leute sich in den Park verirren werden, sondern mitten in einer weiter wachsenden und florierenden Stadt, kostenlose Flächen für Sie, die bin mir sicher, mit den ersten Sonnenstrahlen bestens gefüllt sein werden. Und das sollte am Schluss Angebot für jeden dabei sein. Darum machen wir das Ganze ja auch mit breiter Bürgerbeteiligung. Da haben wir schon tolle Anregungen bekommen und da werden wir unzählige Vereine im weiteren Verlauf einbinden. Ich freue mich unglaublich darauf, nicht auf Mai 2017, wenn wir öffnen, sondern ich freue mich darauf, wenn das ganze Tohuwabohu vorbei ist und wenn Sie Ihre Flächen beschlagen nehmen können. Stadtentwicklung im Feinsten ist es. Das ist wirklich eine sehr, sehr nachhaltige, weise Entscheidung. Also da kann man nur dem Stadtrat, der da verantwortlich war, herzlich dazu gratulieren. Wir sind auch, einige von uns von der GfG, wir sind aktiv beteiligt mit dem Winterkulturgarten, der ein Außenposten wird von dieser Kleinlandesgartenschau. Auch hier ist die Möglichkeit von Bürgern und Bürgerinnen, sich zu beteiligen. Wir sind in dem Jahr jetzt so weit, dass jemand, der keinen eigenen Garten hat, kostenlos eine Fläche bekommen kann für eigenen Anbau von Gemüse. Also da sind wir jetzt in dem Jahr so weit und es soll bis 2017 auch so weit fortgeführt werden, dass dieser Interkulturgarten auch eine Art Vorzeigeobjekt von der Stadt Pfaffenhofen ist und auch auf dieser Referenzkarte dann auch darauf erscheinen kann. Und diese Bibel soll generell helfen, den historischen Gedanken in der Innenstadt ein bisschen zu erhalten. Verbindlich ist das Ganze nicht, es ist nur eine Idee. Jetzt nicht nur eine Frage an die ÖDP, sondern natürlich an den Heimatforscher, Herr Heidblick. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Ich ganz kurz vielleicht nur anfügen darf.
Pfaffenhofen, das gehört auch zum Weihwortvorstellung, wie man gefragt hat, warum die hier im Pfaffenhofen so wenig aus der Tatsache gemacht haben, aus der Lage an zwei romantischen Flussläufen aus Ilm und Gerolzbach. Die Landesgartenschau zeigt jetzt, dass wir die hier mit einbinden, dass wir die dringend benötigten grünen Lungen in der Innenstadt haben, bei den immer mehr größeren Verkehrsabkommen. Ich komme jetzt nur vom ganzen Herzen, wenn es irgendwie schon mein persönliches Kind ist, in aller Bescheidenheit, dass auch die Insel die Aufwertung erfährt, mit einer Stadt, die sie längst verdient, und es zeigt sich ja. Die Gestaltungszwiebel, um auf diese Sache in die Frage zu kommen, ist überfällig. Vielleicht hätte man so einiges, das einfach schmerzt. Mich schmerzt es immer, wenn ich den See und A anschaue. Viele Kollegen sagen, ansonsten, das ist aber nicht so schlecht, das ist nur geschehen. Aber ich finde es neben dem Bergmeister auch schrecklich. Ich finde andere Dinge schrecklich, das Land am Sand. Und ich glaube, dass ein Gestaltungszwiebel auch, es ist auch, gibt mehrere Häuser, muss man jetzt auch fairerweise sagen, die das ganze Ensemble längst in den vergangenen Jahrzehnten zerstört haben, die aus dem besten Stück unserer Stadt nicht das gemacht haben, was es verdient. Mir wäre natürlich viel lieber, die Gestaltungsfibel wäre verpflichtend. Oder es wäre, weil so könnte es sein, dass sie in der Beliebigkeit herumschwirrt. Und da weiß ich nicht, wie man dem entgegenkommen kann. Es gibt, ich denke immer nur über Natur, na gut, dieser Residenzstadt unserer Zeit nicht. Lauter geschlossene, wunderschöne Häuser. Bei uns ist, auch in Schopenhausen gibt es zwar ein paar Sünden des Rathaus, aber irgendwie wird das, die Innenstadt auch etwas geschlossener als bei uns, auch in Eichach, auch in anderen Nachbarstädten. Warum haben wir es nicht geschafft? Wenn die Gestaltungsfibel dazu beitragen kann, ich aber fürchte, dass wenn man nicht einen Hauch von mehr Druck setzt, dass dann weiter so bleibt. Das ist meine Befürchtung. Ich bin begrüße zwar, dass nicht nur der Hauptplatz, sondern die auf den Hauptplatz umgebenden Gassen und Straßen, die dringend einer Aufwertung bedürfen. Sonnenstraße ist ein guter Anfang. Die Auenstraße, Grazer, und das große Sorgeanliegen ist mir da das Seilerhaus da hinten, das den Blick beruhigt, wenn man am Hauptplatz vorschaut, auch dass solche Dinge in der Gestaltungshilfe erfasst werden, dass man das Verantwortungsbewusstsein und an die Sensibilität der Bauträger appelliert. Appell ist gut. Ob dieser Appell auch immer die Adressaten so erreicht, wie wir uns das wünschen, ist fraglich. Aber ich möchte vielleicht abschließend doch noch sagen, dass man muss immer bei der Wahrheit bleiben, dass unter den letzten 6 Jahren das Bewusstsein, dass die Identität einer Stadt auch an den historischen Gebäuden liegt, auch an das, wie die gute Stube aussieht, doch sehr, sehr, sehr gewachsen ist. Und das freut mich schon. Ich hoffe, dass das weiter so ist. Das sollte nicht dazu führen, dass ihr heute dann sagt, okay, der Sonnenschirm, der braucht nur rot-weiß oder blau-weiß sein, oder die Jubeltöpfe, der von den Herren mit der 50 sein, das sollte jedem Einzelnen überlassen werden, oder die darf keine Milchen einpflanzen, sondern nur einheimische Gehölze. Also diese Gestaltungstübel sollte so möglich oder so breit wie möglich gestaltet werden, beziehungsweise Spielraum geben, innerhalb dieser Leitplan sollte man sie erledigen können. Also wirklich keine Vorschriften, sondern es sollte gestalterisch sein. Stichwort Planungshoheit, Herr Herger. Die Stadt Pfaffenhofen beabsichtigt ja beispielsweise, wenn ich richtig informiert bin, bei Bauanträgen selbst die Entscheidungshoheit zu haben. Also das heißt, das Landratsamt soll langfristig damit entlastet werden. Ist sowas wirklich umsetzbar und wie soll das Ganze funktionieren? Im gewissen Umfang dürfen wir ohne den Landratsamt entscheiden, ist aber nur vor allem im Bereich, wo Bebauungsplan existiert. Und es gibt dann auch die große Delegation, jetzt kommen wir zum Beispiel auf das Thema Ortsteilbebauung. Es ist ja nicht so, dass wir irgendjemands Bauen verhindern wollen, was manche gerne suggerieren, sondern es gibt ein Baurecht, und das ist kein Pfaffenhofener Baurecht, sondern es ist ein bundesdeutsches Baurecht, und das sagt, wer wo grundsätzlich bauen darf. Und man kann ja kein Rechts, also ist es momentan so, wenn es um einen Außenbereich vorgeht, dann wird der Bauausschuss gefragt, ich könnte es euch vorstellen, ja oder nein, aber rechtlich entscheiden tut das Landratsamt, und das Landratsamt entscheidet an der Stelle mit Verwaltungsjuristen, die nicht gewählt sind. Das heißt, die müssen keinem Wähler nach dem Mund reden und irgendwo an der Wiesn muss ein paar der Baurecht ausweisen und dann schauen, ob mit dem Baurecht generell vereinbar ist. Das wird sich insofern nicht ändern. Also die große Delegation heißt nur, dass man in Bereichen, wo man einen Ermessensspielraum ausschöpfen kann, den man künftig in der Stadt Pfaffenhofen selbst verwaltungsseitig ausschöpft. Da wird nicht alles automatisch besser werden, aber in manchen Bereichen kann man in der Stadtverwaltung und Abwägung ist nicht auf eine fremde Behörde angewiesen. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch,
dass die Entscheidung dann komplett auf dieser Wolze übertragen wird und nicht der Bauausschuss von gewählten Vertretern sagt, der hat jetzt zehnmal bei mir studiert und hat mir 12 Vorfahrt ausgeschaltet, Fehler ist für die Fehler, gab es auch schon. Und der nervt mich so sehr seit 3 Jahren, beim 4. Mal in einem Bauantrag steht, der geht einfach mit Hand. Und so wird es dann schon korrigieren. Ja, diese Möglichkeit der politischen Unterstützungssignalisierung nimmt sich der Bauausschuss damit. Er wird eher zum Planungsausschuss. Wie entwickelt sich eine Stadt? Wo möchte ich künftig generell Baurecht ausweisen? Aber man geht aus der Detailentscheidung raus. Und das wäre dann bei der Verwaltung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jedem Mitglied des Bauausschusses bewusst ist. Ich biete ja 2008 die Schulung im Baurecht angeboten und wir haben es auch letztes Jahr nochmal versucht. Ab und zu glaubt man, so manches Bauausschussmitglied weiß nicht einmal die Grundzüge des Baurechts in Deutschland, sondern da glaubt man, dass man auf gut Dünken einfach so entscheiden kann. Und so argumentiert man gelegentlich auch. Wir werden übrigens für alle neu gewählten Stadträte dann auch im Mai wohl nochmal ein Seminar anbieten. Aber also große Delegation heißt, die Stadt entscheidet dann in eigenen Kompetenz, aber nicht der Bauausschuss, so wie er gerade lustig ist, sondern die Bauverwaltung dann auf rechtlicher Grundlage. In manchen Bereichen kann man einen Kompromiss so oder so gehen und das hat man halt dann künftig in der Verwaltungshand und nicht mit der Hand einer fremden Verwaltung. Das steht hinter der großen Delegation. Am Schluss haben wir die Leistungsfähigkeit wohl, wenn gerade ein Gutachten beauftragt, das wird wohl dem Wappen vorliegen und dann wird der Stadtrat entscheiden, was wir tun. Der Hans Brechter hat es vor, glaube ich, 15 Jahren schon mal probiert, aber es ist nicht weitergegangen. Diesmal schaut es gut aus, wenn wir es wollen, dann können wir es wohl auch auf den Weg bringen. Jetzt hat es die Verwaltung, da bist du ja eigentlich so sehr in der Verwaltung eingebunden, über den Gestaltungsspielraum des Bauausschusses oder des Stadtrates nicht einschränken, weil das Baurecht jetzt im Jahrhundert sitzen in den Baulisten, die genau nach Text, nach Gesetzestext vorgehen. Der Gesetzestext erlaubt dann immer einen gewissen Spielraum. Und ich stelle mir vor, dass wenn wir die bloße Delegation erhalten, dann müssen wir nicht komplett auf die Verwaltung delegieren und die Verwaltung entscheiden lassen, sondern dass auch der Stadtrat das politische Gremium und der Ausschuss das politische Gremium da auch ein gewisses Mitsprache- und Gestaltungsrecht hat. Weil jetzt ein Baurecht ist nicht ein Recht, wo ein Thema, ein Punkt genau definiert wird, sondern da gibt es einen gewissen Messenspielraum. Und diesen Messenspielraum will ich mir als gewählter Stadtrat oder als Gremium Stadtrat Bauausschuss nicht hinterlassen, sondern ich will da mit aktiv. Ja, es ist natürlich angesprochen worden. Der Entscheidungsträger ist und es nicht mehr ins Landratsamt geht, oder ist das falsch? Ja, aber nicht der Bauausschuss und das geht nicht, das kann nur bei der Verwaltung liegen. So wie jetzt Verwaltungsbeamte im Landratsamt, die dem Freistaat Bayern zuzurechnen sind, darüber entscheiden, so muss es dann auch in der Stadt sein. Es kann nicht der Bauausschuss mit gewählten Vertretern, die alle 6 Jahre wieder gewählt werden wollen, über die rechtliche Auslegung des Baugesetzbuches entscheiden. Es kann nur in der Verwaltung sein, der Hans-Brechter, kennen Sie besten aus dem Baurecht, der nickt, der weiß, dass so ist. Alles andere, bei der guten Frau, geht leider rechtlich nicht. Ich muss auch die Prüfung ganz kurz an den Bauausschuss oder den Stadtrat, kann natürlich auch für die Verwaltung nicht nur geben, weil es, wie gesagt, das Baurecht ist kein fixes Recht. Es gibt einen Messenspielraum und den kann der Stadtrat oder der Bauausschuss nutzen. Und das sollte man nutzen in Bezug auf die Ortsteile, wo wirklich da sehr restriktiv das Baurecht gehalten wird. Da werden Fehlentwicklungen zementiert, dass im Prinzip die Kinder aus dem Ortsteil wegziehen müssen, weil sie nicht bauen dürfen, weil das Baurecht im Außenbereich so streng ausgelegt wird, dass es gar nicht möglich ist, einen Ortsteil zu bauen. Und das ist eine Entwicklung, die nicht sinnvoll ist, für Frankfurt, aber für die Ortsteile. Und das finde ich falsch. Außenbereich, weil das ist im
Kunden im V-Gesetzbuch schlicht und ergreifend vorgelegt und geredet. Der Bauausschuss kann sagen, wo man Bebauungsplan macht. Das führt sehr weit in das Regen ins Detail hinein. Glauben Sie mir einfach, ich lüge Sie an der Stelle nicht aus, weil das ist so. Genehmigungsbehörde in den Fällen ist ja grundsätzlich Sonderabsamt, wir werden eine Zwischenstudie und unsere politische Einschätzung gebeten, aber das ist den Kaloristen von letztendlich wurscht. Künftig gibt es, also wenn man jetzt ein streitiges Vorhaben durchbringen möchte, dann pilgert man zwischen Stadtrat, Bauausschuss und dem Landrat hin und her und versucht so nervig zu sein, dass man am Schluss irgendwann eine Zustimmung erwirken kann. Das funktioniert auch auf Verwaltungsseite, aber es soll idealerweise nicht so passieren. Dann gehen wir eventuell mal zweifelhafte Entscheidungen zustande. Künftig müsste man dann bloß noch die Stadtverwaltung klären. Ja, dann wäre es aber einfacher. Also, dann wäre es wirklich für den Bürger. Ja, und vor allem schon, ja, es gibt ja immer das Thema Gestaltungsfreiheit, wo man dann sagt, da sitzt ein Gremium, die beraten, die beraten bei Innenstadtgestaltung. Das können wir jetzt schon einrichten, aber das funktioniert jetzt nicht, weil am Schluss wird es die Verwaltung nicht genehmigen. Das macht nur Sinn, wenn man am Schluss auch den letzten Hebel bezüglich des Baurechts in der Hand hat. Und von daher wird einfach eine Ebene herausgenommen, die komplette Kompetenz lege dann bei der Stadt und nicht im einen Fall bei der Stadt und bei größeren Fällen beim Landratsamt. Es ist einfach eine Verlagerung in den eigenen Zuständigkeitsbereich, aber nicht in den Bereich der politischen Willkür, sondern das ist dann Verwaltungshandlungsfrage.